Kraft kann man in der Physik zeichnerisch darstellen. Mit einem solchen Pfeil, einem sogenannten Vektor. Mit Form und Lage dieses Vektors stellen wir dann die drei Komponenten dar, von denen die Wirkung dieser Kraft auf einen Körper abhängt. Hier noch einmal das Prinzip. Vorne an den Holmen ist wenig Hebelweg nötig, um die Karre vom Boden abzuheben. Man braucht aber eine große Hebekraft. Und das ist exakt die erstaunliche Eigenschaft eines Flaschenzugs. Kraft kann mit seiner Hilfe ganz erheblich verstärkt werden. Und bei 4 Rollen muss noch lange nicht Schluss sein. Ein solcher 8-fach-Flaschenzug zum Beispiel hilft den Kindern, das schwere Fahrrad zur Inspektion anzuheben. Schalten wir mal einen Gang hoch und bringen eine zünftige Leistungsmessung auf die Straße. Moderner, kräftiger Zweizylinder-Boxer gegen eher gemütlichen Zweizylinder-Oldtimer.